Willkommen zurück zum nächsten Teil zu Confrontation. Und wir sind hier wieder am Start in dem 71. Teil mittlerweile zu Confrontation. Und wir sind noch in Kapitel 3, die Rote Eiche. Und wie ihr seht, unsere Ziele stehen hier: bezwinge den Wächter und finde die Energiequelle der magischen Barriere. Und das wollen wir jetzt versuchen, gucken, dass wir hier weiterkommen. Und hier haben wir schon die ersten Gegner stehen. Da will ich ja gleich anhalten. Und da können wir auch gleich voll einsteigen hier. Und dann gehen wir als erstes auf den Westerlin. Was haben wir hier noch? Einsamer Wolf. Da gehen wir auf jeden Fall drauf. Stopp, da ist noch was. Ein Orakel. Können wir da noch was löschen? Was wir den nehmen? Nein. Okay, lassen wir erstmal so. Jetzt rennt er hier durch. Doch, das ging. Wir konnten den dann doch nehmen, das Orakel. Bei Darius machen wir erstmal die Heilung rein und Schilde. Hier machen wir Scharmützel auf den Westerlin, dann den Stolperschuss auf das Orakel. So, der liegt und Darius liegt auch gleich, wenn ich mich da nicht ein bisschen beeile. Der kriegt nämlich gerade voll auf die Fresse. Scheiße. So. Irgendwas hat er da jetzt gemacht. So, jetzt liegt aber der auch. Was können wir hier noch? Jetzt unterstützen wir hier ein bisschen Dalon. Können wir hier noch was machen? Da gehen wir mal in Nahkampf. Jawohl. So. Schon mal ein bisschen näher dran, da können wir da nochmal eine Heilung raushauen dann für den... Oh, es gab einen Stufenanstieg. Aber das sieht ja eigentlich ganz gut aus, das müssen wir doch packen. Auch wenn Darius jetzt erstmal gefallen ist. So, die Heilung raus. Und Stufenanstieg, jawohl. Gut, dann können wir hier Darius aufheben. Hier haben wir Bandagen gefunden. Und hier soll die Map zu Ende. Auf der Seite hier. Gut. Da haben wir hier erstmal kurzfristig auf den Frack gekriegt. Beziehungsweise unser Darius. Und jetzt müssen wir gucken, wo wir hier weiter müssen. Das geht hier hoch. Da können wir nochmal hoch hier. So. Da ist auch unsere rote Wegmarkierung. Und dann mache ich auf jeden Fall jetzt nochmal Quicksave. Ich bin bereit. Oh, da sind Gegner. Und da kommt auch eine Brücke. So. Stopp. Der kommt hier an. Da gehen wir mit Darius drauf. Ne, mit Dalon. Und hier nehmen wir den Ritualist. Oh, scheiße. Das ging gerade in die Hose. Da haben wir eine Provokation gekriegt auf Darius. Der kann jetzt im Moment, glaube ich, gar nichts mehr großartig machen. Da gehe ich halt mit den Fernschützen, mit Khan und mit Landis erstmal auf den Ritualist. Ich hoffe, der Stolperschuss kommt durch. Das sieht aber nicht so aus. Alter, jetzt ist der gefiert. Aber den Ritualist haben wir. So, dann schmeiß ich hier mal die Bombe rein, Junge. Komm. Hat er die geworfen? Scheiße, unser Dalon fällt gleich um. Na, es ist ja ein krasser Beginn, Leute. Da kriegen wir eigentlich nur auf die Fresse. Ne? Na gut. Wir haben es wieder geschafft. Jetzt müssen wir Dalon aufheben. Hier ist Darius, jetzt Dalon. Aber geschafft, egal. Kommen wir auf jeden Fall ein Stück weiter jetzt. So. Mal kurz hochheilen lassen. Und ein Quicksave. Ich bin bereit. So. Für das Licht. Und dann schleichen wir uns mal vor, was uns hier erwartet jetzt noch. Auf der Stelle. Oh, Zwischensequenz.
Also wir können nicht flüchten, da ist eine Wasserbarriere. Und da ist, was ist das? Ein Runenwächter. Ja, dann gehen wir doch erstmal auf den Runenwächter hier. Und mit Dalon gehen wir auf das Totem drauf. Und hier machen wir Aschermützel auf das Totem. Hier machen wir einen Stolberschuss auf den Runenwächter. Na, mal gucken. So, der andere liegt schon mal. Den Runenwächter. Und dann kloppen wir schön auf das Totem drauf. So, das war's schon. Das Totem ist down. Und der haut ab. Okay. Naja. Okay, unsere rote Wegmarkierung. Hier hoch. Da ist... Oh, da sehe ich ein Heiligtum. Ein Autosave-Punkt. Es gibt noch mal ein paar Pünktchen. Und ich bin ja auf jeden Stufe gestiegen. Müssen wir mal gucken, was wir da vielleicht noch ein bisschen steigern können. Na. Jawohl. Sammler und Jäger. Gab es eine Errungenschaft? So, dann stelle ich mich mal hier hin. Und da gucken wir mal schnell durch, was wir hier nochmal ein bisschen anheben können. Die Verfassung, die Lebhaftigkeit mache ich hier auf jeden Fall mal etwas höher. Bei Darius Lanvis haben wir Attributpunkte nur einen. Da müssen wir ein bisschen sparen. Fertigkeiten hätten wir 2 Punkte zur Verfügung. Da können wir aber hier jeweils 1. Mache ich einmal die Reinigung und Merins Gerechtigkeit. Wobei, da hätte ich auch das Scharmützel. Das Scharmützel ist, glaube ich, sogar besser erhöht. Die Trefferchance des Anwenders. Mache ich mal zurücksetzen. Ich gehe mal hier auf Scharmützel. So, okay. Dalon, haben wir einen Attributpunkt. Das bringt uns nicht viel. Da brauchen wir mittlerweile 4 für Stärke, 2 Verfassung, 2 Lebhaftigkeit. Und hier haben wir 2 Punkte für die Fertigkeiten. Dann nehmen wir mal, was nehmen wir da? Die Provokation, eiserne Wahl, der frontale Angriff. Den nehmen wir. Und bei Khan hätten wir 2 Attributpunkte. Da haben wir die Intelligenz, die Geschicklichkeit, Lebhaftigkeit. Da nehmen wir doch mal die Geschicklichkeit. Wir kommen dann noch ein bisschen besser durch. Nahkampf gehen wir da nicht großartig. Kampferfahrung. Erhöht die Trefferchance. Das ist genau dasselbe wie bei Lanvis. Und dann nehmen wir das. Gut, das hätten wir soweit. Kurz Quicksave. Und weiter geht's. Ach du Scheiße, ey. Hier sind ja total unsichtbare Pirsche. Hier ist auch ein Orakel. Da bin ich natürlich jetzt voll reingelaufen. Dann nehmen wir auf jeden Fall erstmal das Orakel. Was haben wir hier noch? Pirsche. Pirsche. Hier ist ein Reißzahn. Gut. Lanvis, denke ich mal, hat eine Provokation gekriegt. Erstmal drauf jetzt hier. Darius steht da rum wie so ein Flintriem. Was ist denn mit dem? Der ist nirgendwo drauf. Das ist doch scheiße, ey. Dann geht er auf den Reißzahn. Was ist denn mit dem Darius? Nicht nutzbar. Der hat einen Zauber auf sich. Heilung. Ich brauche Heilung. Alter, ey, was ist denn jetzt hier? Das kann doch alles nicht wahr sein. So, da müssen wir erstmal eine Bombe. Die schmeißen wir erstmal hier vorne. So, das gab einen guten Schaden bei Dalon. Da hat er die Gegner schön weg. Die heben wir jetzt hier auf. Okay. Ich bin bereit. Na, das war seltsam. Darius konnte sich irgendwie nicht bewegen. Ich habe nicht mitgekriegt, was da los war. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er gestunt oder irgendwas war. Das sah seltsam aus. Keine Ahnung, was das für ein Zauber war. Dann müssen wir uns kurz hochheilen lassen. Hier sind irgendwelche blaue Flammen. Quicksave. Da gucken wir auf jeden Fall nochmal rein hier.
Weil da ist ja auch unsere Wegmarkierung. Hier müssen wir auf jeden Fall durch. Da steht außer Frage. Hier müssen wir hin, Leute. Hier kommt wieder Wasser. Da ist wieder so ein Totem. Da gehen wir doch gleich drauf. Da machen wir gar nicht viel Gefackel hier. Da wird das gleich weggeballert, das Ding. So, komm her. Schuss. So, da kommen welche. Dann nehmen wir einen Blutsräuber und hier eine Sibylle. Ich gehe mal auf den Blutsräuber. So. Den hätten wir. Was ist mit Darius? Darius. Ach, der hat deine Provokation. Nee, eigentlich nicht. Aber mit Dalon versuche ich mal hier die Provokation. Ach, aber Dalon hat eine. Ja, ihr seht, was hier los ist. Wie geht das jetzt? Junge. Komm mal her. Ach, du Scheiße, hier hinten ist ja auch was los. Oh, der liegt aber schon. Das hat Lambis geregelt. So, hier drauf. So, haut sie nieder. Macht sie platt. Jawohl. So. Finden wir hier noch was? Oh, hier geht's auch weiter, hier hinten. Wo kommen wir denn da rum? Ich muss mal schnell auf die Karte gucken. Hier geht's hier hinten irgendwo rum. Hier geht's auch nach rechts. Das sieht aus wie ein Rundweg hier. Ich mach mal kurz ein Safe hier, wieder ein Quick Safe. Kommen wir hier noch weiter? Ne, hier ist Kartenende. Also, hier kommen wir auch nicht weiter. Ich dachte, da wird es noch weitergehen. Aber da geht's hier rum. So. Ja, mittlerweile Stufe 32 auch. Das ist natürlich schon richtig heftig, wie sich das alles entwickelt hat. 71. Teil. Ein richtig geiles, langes Projekt. So, hier kommen wieder welche. Vestalin. Die nehmen wir auf jeden Fall als erstes aufs Korn. Dass wir die erstmal haben. Was haben wir hier? Ein Blutsräuber. Der kriegt erstmal einen Blattschuss, dass die erstmal auf der Nase liegt. Gemetzel und Schuss. Ach du Scheiße, da ist hier noch mehr. So, der Blutsräuber liegt. Das ist schon mal wichtig. Und dann schmeißen wir hier noch eine Bombe rein. Na, gucken wir mal, wie sich das alles entwickelt. Das sieht ganz schön scheiße aus, sehe ich gerade. Ach du Kacke, der kann gar nichts gerade. Und der auch nicht. So, haut sie platt, ey. Gibt's gar nicht hier. So. Kann ich hier die Provokation bauen? Jawohl. Gut, sah am Anfang gefährlich aus. Ihr habt es mitgekriegt. Ich bin bereit. Aber dann konnte man es dann doch gut lösen. Auf der Stelle. So. Hier kommt unser nächster roter Punkt. Okay, der ist ja schon weitergehüpft. Ja. Okay, den Punkt haben wir eingenommen. Also die Wegmarkierung haben wir hier. Hat sich weitergesetzt? Nee, hat sie sich gar nicht. Was laber ich denn? Dann gehen wir natürlich noch ein Stück. Ich hätte gedacht, wir wären schon da. Das ist ziemlich ruhig gerade. Jetzt haben wir sie. Jetzt ist sie direkt vor uns. Und hier tut sich was. Da haben wir nochmal eine Zwischensequenz. Ach du Scheiße. Ja, das machen wir jetzt natürlich noch. Ich werde jetzt natürlich nicht abbrechen. Da gucken wir auf jeden Fall nochmal rein, weil die kommen hier auf uns
auf uns gestürzt. Das sind zwei Stück. Also, ich gehe davon aus, dass wir die Totems auf jeden Fall platt machen müssen. Da müssen wir natürlich erstmal blocken. Ich denke mal, mit Dalon werde ich als erstes blocken. Und zwar das Orakel. Und hier den Runenwächter. Ich glaube, das waren aber drei Gegner. Hier fange ich mal an, auf das Totem zu ballern. Und das mache ich auch hier. So, ach du Scheiße, das sind drei. Jetzt ist die Frage. Na gut, das erste müssten wir gleich haben. Ich weiß jetzt nicht. Die sind natürlich hier ohne Ende belegt mit irgendwelchen Zaubern. Scheiße, da kann ich im Moment gar nichts machen. Ich muss hier ein Stück vor. Das erste Totem haben wir. Scheiße, ey. Ich muss hier... Alter, ey. Haben die den jetzt übernommen? Die haben den jetzt auch noch übernommen. Jetzt hauen die alles auf Landes. Kann ich mit Kahn hier erstmal rüber? Jetzt ist ja noch alles betäubt. Ist das genial. Kriegt der eine Bombe hin? Ne, der hat auch hier. Ach du Scheiße, jetzt fallen die auch noch rum. Ist das geil. Jetzt vielleicht eine Bombe. Ne. Der liegt auch auf der Nase. Ist das eine Scheiße jetzt, ey? Kriegt der eine Heilung aus? Wir stehen noch im Moment. Aber Dalon, der ist ja total im Arsch. Der liegt schon wieder, ey. Der fällt ja nur noch auf den Arsch, der Landes. Ja, das schaffe ich nicht. Ach du Scheiße, jetzt haut Dalon mir auch noch auf die Fresse. Okay, ich denke, wir haben hier einen falschen Wert gelegt auf unser Primärziel. Da müssen wir auf jeden Fall das Orakel plätten. Okay. Wir beenden den Part mit einem Vibe. Ich werde hier dann natürlich am letzten Death Point wieder ansetzen und schaut rein, wenn ihr wissen wollt, ob wir den Kampf gewinnen oder nicht. Über Kommentare, Bewertungen würde ich mich natürlich freuen und schaut wieder rein. Und natürlich sage ich wie immer, bye bye, euer Wulfgar.